Let's go, let's go, let's go. Was geht ab, Leute? Egal wie oft ihr fällt, egal wie oft ihr scheitert, egal wie oft ihr einen Fehler macht, steht immer wieder auf und probiert es aufs Neue. Egal wie oft du fällst, steh immer wieder auf. Das ist das Thema. Ich weiß, Leben ist hart, man macht mal Fehler, man umgibt sich mit den falschen Leuten, man tut irgendwie die falschen Dinge, irgendwie du willst jetzt auf NoFap sein und wirst wieder schwach und guckst dir so einen Film an oder sonst irgendwas. Ja, passiert uns allen. Ist mir auch passiert. Ja, ich war jetzt wieder auf einer guten Streak. Ja, die ganze Zeit, mindestens mal 2 Wochen, 2,5 Wochen, 3 Wochen wieder. Ja, komplett gut dabei gewesen. Und dann bin ich jetzt wieder weich geworden. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache jetzt das fucking Video, weil es kotzt mich an. Jedes Mal. Aber eine Stärke, die ich habe, ich probiere es immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Die Leute fragen mich, warum bist du so gegen Fappen? Warum bist du so gegen Pornos? Guck dir die Studien an, wie das Ganze dein Gehirn umprogrammiert. Guck dir die Studien an. Guck dir die Doktoren an, was weiß ich, die Richtigen, die sagen, wie ungesund das Ganze ist. Wie das dich alles umprogrammiert, dass du schon gar keine Lust mehr hast, Leute eine Dame richtig anzusprechen oder sonst irgendwas, rauszugehen, Dinge zu machen, Dinge zu erledigen. Du hast gar keinen Bock, irgendwas zu machen, wirst du slaggig, wirst du so richtig müde, so richtig tot, ja. Das raubt dir deine ganze Energie. Die Leute fragen mich, ich sehe es in den Kommentaren, oh, ich verstehe gar nicht, warum verbrühtst du so gegen das Fappen, das ist doch das Geilste auf der Welt. Wenn du es tun willst, dann tu's. Aber wundert dich nicht, dass du nicht morgens aus dem Bett kommst. Ich bin heute Morgen auch sehr schwierig aus dem Bett dann deswegen gekommen. Und ich muss sagen, ich bereue es. Jedes Mal. Aber jetzt habe ich nicht wieder denselben Fehler gemacht wie gestern. Wenn ihr versteht, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail extra, aber jeder wird mal schwach, jeder fällt mal hin, jeder macht mal einen Fehler. Aber die starken Menschen, die gestehen sich das ein. Sagen, okay, ich habe jetzt den Fehler gemacht, stehen wieder auf und versuchen es aufs Neue. Ich kann nichts anderes machen als das. Ich stehe jetzt wieder auf, gehe wieder auf die Streak, NoFap, 7 Minuten Tension, boom. Mehr kann ich nicht machen. Aber es bringt nichts dann, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? Und Selbstmitleid und Trauer und Kummer und was weiß ich alles und Leid und die ganze Zeit. Nein, bringt nichts. Steh auf und versuch's aufs Neue. Aber sag dann nicht, oh, das ist, glaube ich, viel zu schwer für mich. Ich glaube, ich bleibe jetzt ein Loser und ich fappe jetzt die ganze Zeit und ich spiele die ganze Zeit dann an mir rum, weil ist ja ein geiles Gefühl und was weiß ich. Jedes Mal, wenn ich es dann mache, ich bereue es, Alter. Sag mir direkt instant, lass es doch, Alter. Das bringt gar nichts. Das bisschen Spaß, was du dann in den paar Minuten hast, Alter, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Diese, was weiß ich, Alter. Keine Ahnung, wie viele Minuten manchmal, ich zähle ja nicht die Uhr, aber trotzdem, ihr wisst ja, wie es ist. Es lohnt sich nicht. Lass es sein, bewahre deine fucking Energie. Und sei keine Pussy, Alter, die ganze Zeit so nach dem Dopaminrausch gehen muss und sonst was. Ja? Deswegen, bei mir, meiste Zeit, ich bin am Hustlen, ich bin irgendwas am Machen. Lenk dich positiv ab. Hab positive Distractions. Und sei kein so Weichei dann. Oh, ich glaube, das ist viel zu hart für mich. Ich bleibe jetzt so, wie ich bin, weil ist ja viel zu hart. Bro, was willst du mir sagen, Alter? Es gibt kein viel zu hart. Du musst härter werden. Du musst härter werden, denn wenn du weich bleibst, das Leben wird hart zu dir sein. Aber wenn du hart wirst, wird das Leben leichter werden. Das ist die Logik dahinter. Wenn du härter wirst, wird das Leben leichter. Wenn du weich bleibst, wird das Leben härter. Starke Menschen machen aus schweren Zeiten gute Zeiten. Schwache Menschen machen aus guten Zeiten schlechte Zeiten. Schwere Zeiten. Nenn es, wie du es willst. Und so ist es. Deswegen steh immer wieder auf. Egal, wie viele Fehler du tust. Du triffst dich wieder mit ihr oder mit ihm und du weißt, dieser Mensch ist nicht für mich. Du hast diesen Fehler jetzt gemacht. Lern daraus. Mehr kannst du jetzt nicht machen, aber es bringt auch nichts. Oh, warum habe ich jetzt wieder Zeit mit denen verbracht? Oh, warum bin ich immer mit diesen falschen Freunden? Oh, ich weiß doch, dass meine Familie nicht hinter mir steht. Warum mache ich immer diese Fehler? Und du reitest da drauf rum. Das bringt nichts. Das bringt absolut gar nichts. Lerne aus deiner Erfahrung und versuche das Beste, nicht mehr dieselben Fehler zu tun. Versuch dein Bestes. Nur das kannst du tun. Du bist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Aber
Wir streben nach Perfektion. Das heißt, wir können niemals perfekt sein, aber wir wollen die beste Version unserer selbst werden. Das heißt, wir machen mal Fehler, klar. Trotzdem stehen wir auf und versuchen es aufs Neue. Und aufs Neue. Und aufs Neue. Und aufs Neue. Und aufs Neue. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren auf diesem NoFap-Trip, 7-Minute-Tension-Trip, dies und das und struggle auch. Es gibt Zeiten, da bin ich richtig gut auf einer Street, da bin ich monatelang, ja, komplett ruhig, ja, und dann gibt's Phasen, da halte ich mal 2-3 Wochen durch, dann werde ich wieder weich. Da halte ich eine Woche durch, werde ich wieder weich. Halte ich 3 Tage durch, werde ich wieder weich. Und man kämpft sich durch. Aber ich weiß trotzdem, für alle, die jetzt kommen, ganz ehrlich, bleib mal eine Woche, eine fucking Woche auf NoFap. Und dann reden wir weiter. Bleib mal 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Monate, Alter. Alles hinter mir. Alles hinter mir. Ich glaube, mein längstes war irgendwas letztes Jahr mit 8 Monaten oder sonst was. Richtig fucking lange. Und ich will's durchhalten für die Unendlichkeit, weil es dir nichts bringt. Es raubt dir nur deine fucking Energie. Und du folgst die ganze Zeit nur diesem Dopamin, dieser Lust. Dieser Lust, kein Wunder, dass dein Leben eine Misere ist, wenn du die ganze Zeit nur der Lust folgst. Wie ich es in einem anderen Video schon gesagt habe, wenn du der Lust folgst, diese Lust wird dich zerstören. Wenn du deine Lust nicht kontrollieren kannst, wenn du dich selbst nicht kontrollieren kannst, dann werden dich Dinge, außenstehende Dinge, werden dich immer kontrollieren. Aber wenn du dich selbst kontrollierst, kann dich nichts anderes kontrollieren. Deswegen kontrolliere deine sexuelle Energie. Deinen Trieb. Alles. Und wie gesagt, egal wie oft du fällst, steh immer wieder auf und probier es aufs Neue. Sag dann nicht, oh, ich glaube, das ist jetzt zu hart für mich. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal. Ich glaube, das ist nichts für mich. Bro, du hast es einmal probiert, bist einmal gefallen. Wen willst du verarschen? Was denkt ihr, wie oft ich schon in meinem Leben gefallen bin, gescheitert bin, gescheitert habe oder wie auch immer? Was denkt ihr, wie oft? Fucking oft. Wie oft habe ich irgendwelche Kämpfe verloren? Oft. Wie oft wurde ich abgewiesen von Frauen oder von Jobs oder sonst irgendwas, so Abweisung? Alltag. Normal. Gehst du auf ein Vorstellungsgespräch? Nein. Boom. Gibt's nicht. Zack. Tür geschlossen. Dann triffst du dich mit einer und sie fühlt dich nicht so richtig. Alles klar. Abweisung. Boom. Schreibst eine an oder sprichst eine an, wirst komisch angesehen oder wirst geghostet oder sonst irgendwas. Passiert. Steh auf und probier es aufs Neue. Nur das kannst du tun. Probier es immer wieder. Ich sage jetzt nicht, du sollst da draußen rumrennen und einer Frau nach der anderen ansprechen und sonst was. So, nein, das meine ich nicht. Aber gib dann nicht auf und sag, oh, alle Frauen sind scheiße. Oh, keine will mich. Und verfall dann in diese Opferrolle. Das meine ich hier. Diese Menschen, die ganze Zeit in dieser Opferrolle sind, ich verstehe euer Leid, aber es wird euch nichts bringen. Es bringt euch nichts, die ganze Zeit in dieser fucking Opferrolle zu sein. Oh, aber du verstehst nicht, aber Frauen sind so böse, Männer sind alle scheiße, keiner liebt mich, ich werde niemals lieber. Das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Ich kriege manchmal Nachrichten und ich denke mir, Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Diese Person, die ist schon so tief in dieser Opferrolle, da kannst du sagen, was du willst. Es prallt alles ab. Es prallt alles ab. Die sind hilflos. Die sind, wie sagt man, hoffnungslos. Hoffnungslose Fälle. Gibt es leider wie Sand am Meer. Willst du weiterhin ein hoffnungsloser Fall bleiben? Oder willst du jetzt sagen, weißt du was? Auch wenn ich einen Fehler mache, ich bin nicht hoffnungslos. Ich stehe immer wieder auf und probiere es aufs Neue. Nur das kannst du tun. Immer wieder aufstehen und neu probieren, neu probieren, neu probieren, aufstehen, 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 weitergehen, weitergehen, weitergehen. Und nicht dann stehen bleiben und aufhören und sagen, oh, das ist, glaube ich, nichts für mich, oder ich glaube, das ist zu hart für mich. Und es dreht sich jetzt nicht nur um NoFap und 7-Minute-Tension, das hier ist live. Egal was, du hast gerade ein Business angefangen und dein Business ist gescheitert und mach mal weiter, vielleicht ist das gerade nur eine Phase oder konzentriere dich auf das nächste Business. Wie oft habe ich Dinge angefangen und gemacht, nicht nur angefangen, gemacht, habe gemerkt, ich kriege hier nicht die Resultate, die ich mir erhofft habe. Da musste ich mich auf andere Dinge stürzen. Das war so mit YouTube. Die ganze Zeit, ich wollte
MMAler werden, wollte Kampfsportler werden und sonst irgendwas. Hab gemerkt, das wird hier nichts. Und ich habe an diesem Traum festgehalten, weil ich bin ein schlechter Aufgeber. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es aufzugeben. Ich muss es sagen. Auch wenn dieses Wort hässlich ist, aber ich hasse aufgeben. Das steht nicht zur Debatte. Ich bin jemand, wenn ich verliere, gebe ich umso mehr Gas. Genauso wie jetzt, ganz ehrlich. Das war wieder ein Lose gestern. Denke ich mir, ey, heute umso härter zurück. Teufel versucht mich runterzudrücken, mich fertig zu machen, mir komische Gedanken zu geben, weißt du was? Ich kämpfe jetzt noch härter und noch härter und noch härter. Und so musst du sein. Egal was gerade ist. Hast irgendwas verloren, Geld verloren, Partnerinnen, Partner verloren. Whatever. Und es sind gerade schwere Zeiten. Steh auf und geh weiter wie ein Warrior, wie ein Soldier, wie ein fucking Militärguy, ja, wie ein fucking, wie heißt es? Da, ja, ihr wisst, was ich meine. Soldat. Hab ich gestern sogar noch im Rewe gesehen einen. Und ich hab so einen Respekt vor den. Ich würde es zwar niemals machen, aber ich hab trotzdem den höchsten Respekt vor diesen ganzen Soldaten. Gestern am Rewe einer gesehen. Rucksack an, komplett Montur, dies, das, ja, kompletter Anzug. Und sowas, Kappe auf und sowas, kurze Haare, Alter. Der war auch komplett groß, blond, Alter. So richtiger Deutscher halt. So blonde, kurze Haare. Richtig deutsch. Ich glaube, blaue Augen, so ein richtiger Arier, ja. So richtig, you know. Aber egal. Egal, wie oft du fällst, steh immer wieder auf. Das war die Message. Das ist die Message. Du musst immer wieder aufstehen. Denn wenn du liegen bleibst, hast du schon verloren. Aber wenn du gefallen bist und stehst auf, du kannst nicht verlieren. Jemand, der immer wieder aufsteht, kann nicht verlieren. Aber jemand, der liegen bleibt und sich dafür entscheidet, okay, ich bleibe jetzt liegen. Weißt du was? Ich bleibe ein Opfer. Weißt du was? Ich versuch's gar nicht mehr. Weißt du was? Ist zu hart für mich. Ist zu hart. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Aber ist voll hart, wenn man alleine ist. Voll hart, ist voll hart. Ist jetzt kein Angriff, aber ich kann es nicht mehr hören. Natürlich ist es hart. Natürlich ist es hart, alleine Dinge durchzuziehen. Alleine irgendwie irgendwas zu machen, was dich interessiert. Natürlich ist das hart. Aber der harte Weg wird dich hart machen. Der weiche Weg macht dich nur weich und macht dein Leben aber hart. Der harte Weg macht dein Leben leichter. Was willst du? Willst du ein leichteres Leben oder willst du immer noch mit diesem harten Leben die ganze Zeit kämpfen? Die ganze Zeit dich durchstruggeln und dich beschweren, wie schwer ja alles ist, wie hart ja alles ist und sonst irgendwas. Was willst du? Was sind deine Prioritäten? Wo willst du hin? Und jetzt geh deinen Weg. Ganz ehrlich. Mach dir deine Prioritäten klar. Wo du hin willst, was du tun willst, was du erreichen willst, was du erleben willst, wohin du gehen willst. Ich weiß, wohin ich gehe. Wohin gehst du? Ich weiß, was ich erreichen will. Was willst du erreichen? Ich weiß, was ich tue. Was tust du? Ist jetzt kein Angriff und ich flexe hier nicht. Nein. Ich weiß einfach nur ganz genau, wohin es gehen soll. Und ich will euch inspirieren, dass ihr euch genau dieselben Gedanken macht. Ihr sollt nicht so sein wie ich. Nein, seid ihr selbst. Aber habt eine klare Linie, ein klares Ziel, einen klaren Fokus. Okay, da will ich hin. Was muss ich dafür tun? Wer muss ich dafür sein? Was muss ich dafür erlebt haben? Was muss ich dafür erreicht haben? Mach dir die Liste. Was du erreichen musst, wer du sein musst, für dieses Ziel, um dieses Ziel zu erreichen oder erreichen zu können. Deswegen, du brauchst klare Ziele. Und auf diesem Weg wirst du scheitern. Wirst du fallen. Wirst du Verluste erleben. Werden sich Menschen von dir wenden. Natürlich. Aber wie lange willst du das noch als Ausrede verwenden? Ich habe das nie als Ausrede verwendet. Oh nein, die haben sich jetzt von mir abgewandt. Who cares? Haben sich jetzt rauskristallisiert. Die waren noch nie die Richtigen. So musst du denken. Die waren eh noch nie die Richtigen. Okay, lass sie gehen. Tschüss. Hier ist die Tür. Geh. Halt mich nicht auf. Mit deinem Bullshit. Geh. Ich vermisse dich nicht. Keine einzige Sekunde. Geh. Die Tür ist hier. Du weißt, wo sie ist. Geh. Wenn Leute gehen wollen, lass sie gehen. Halte nicht an Menschen fest. Halte nicht an Dingen fest. Sei schnell im Gehen. Und im Gehen lassen.
Weiß nicht, für wen die Message jetzt war, aber steht immer wieder auf. Ein Verlierer hat sich damit abgefunden zu verlieren. Ein Gewinner kann nicht verlieren. Er findet sich nicht ab mit dem Verlieren. Ein Gewinner kann nicht verlieren. Ein Verlierer hat sich schon mit dem Verlieren abgefunden. Hat das Okay-Zeichen gegeben. Okay, ja, ich bin Verlierer. Ja, ich verliere. Alles klar. Ja, reicht jetzt. Okay. Bumm, reicht. Ja, ja, ich bin zufrieden. Alles klar. Bin Verlierer. Bumm, das reicht. Das war's. Ja, ich kämpfe nicht mehr weiter. Ich stehe nicht mehr auf. Ich bleib liegen. Alles klar. Alles ja eh schon schwer. Und warum soll man an sich arbeiten? Warum soll man am Körper arbeiten? Warum soll ich jeden Tag Sport machen? Warum soll ich an meinem Mindset arbeiten? Warum soll ich das tun? Das ist doch viel zu hart. Warum soll ich No-Fap machen? Warum soll ich Semen Tension machen? Warum soll ich persönlich Frauen ansprechen? Frauen sollen zu mir kommen. Okay, wenn du glaubst. Wie gesagt, steht immer wieder auf. Egal, was ihr für einen Fehler gerade gemacht habt. Die Zeiten werden wieder besser. Euer Business ist gerade irgendwie kaputt gegangen. Zeiten werden wieder besser. Es kommen wieder bessere Zeiten. Du wirst nur gerade getestet. Ich sehe das alles immer als einen Test. Immer. Deswegen bestehe die Tests. Peace out und sayonara. Gib nicht auf. Steh auf immer wieder.